Seit fast 30 Jahren verbinden das Bistum Hildesheim und Bolivien eine enge Partnerschaft. Dazu gehören auch regelmäßige gegenseitige Besuche. Im August besuchte Bischof Norbert Trelle mit einer Delegation aus dem Bistum das südamerikanische Land. Schon zum vierten Mal. Ein äußerst spannendes Land. Ein Land voller, ja, auch großer Probleme, die sich vor allen Dingen daraus ergeben, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Bevölkerungsschichten, die zum Leben genug haben, und jenen, denen fast das Nötigste fehlt. Aber das wissen die meisten ja ohnehin, die sich für die Situation hier interessieren. Das Leitmotiv seines dreiwöchigen Besuchs sind Begegnungen. Und diese finden nicht nur auf pastoraler Ebene statt. Auch in sozialen, gesellschaftlichen und nicht zuletzt politischen Fragen begegnet Bischof Trelle auf seiner Reise spannenden Menschen, Geschichten und Themen. Eines dieser Themen ist der Klimawandel. Die gemeinsam mit den Bischöfen Boliviens gegründete Allianz der Schöpfung verpflichtet sich dem Umweltschutz. Das heißt für die Menschen in den Gemeinden, Ressourcen zu schonen und Emissionen zu reduzieren. Wenn wir die Erde ausnutzen wie ein Ding, das man bis zum Letzten ausnutzt und ausbeutet, dann hat das Auswirkungen auf die vielen Bereiche, die erst die Lebensmöglichkeiten des Menschen ausmachen. Vor allen Dingen das Klima, die Landwirtschaft. Man kann hier in diesem Land auf dramatische Weise spüren, wie der Klimawandel die Landwirtschaft so verändert, dass Ernteausfälle ganz schrecklicher Art die Folge sind. Die Umwelt zu schonen ist nicht immer leicht in einem Land mit bisweilen sehr schwierigen sozialen und gesellschaftlichen Umständen. Ein weiteres wichtiges Thema der Reise. Begegnungen sucht Bischof Trelle ganz bewusst. Zum Beispiel beim Bergbau, in dem in Teilen Boliviens auch heute noch Kinderarbeit durchaus verbreitet ist. Aber Trelle sucht auch die offizielle Begegnung. Zum Beispiel durch einen Besuch in der deutschen Botschaft. Auch hier geht es um gute Beziehungen, den Aufbau und die Pflege von Partnerschaften, zum Beispiel im schulischen oder universitären Bereich. Nicht auf alle Fragen kann es gleich eine Antwort geben. Aber Gott ist bei diesen Begegnungen mit im Spiel, so Trelle während eines Gottesdienstes in La Paz. Und das gilt nicht nur für die Begegnungen während dieser Reise. Es gilt generell für die Partnerschaft des Bistums mit Bolivien.